Allein diese Frage zu stellen, ist schon ein Skandal. Ja, gutes Thema. Viele Gerüchte teilweise, die ich dann auch erstmal gerade rücken muss hier. Eine sehr, sehr schmutzige Angelegenheit. Tag zusammen, hallo. Tag zusammen. Wir freuen uns sehr. Die 5. Ausgabe Lila oder Weiß und das mit unserem Keeper. Wir haben einiges vorbereitet. Die Spielregeln brauchen wir jetzt, glaube ich, beim 5. Mal nicht mehr erklären. Für dich klar, wie es funktioniert? Absolut, ich freue mich. Stark, wir uns auch. Und dann starten wir direkt rein mit der ersten Frage, Pippo. Lila oder Weiß? Ich bin dann eher für Weiß. Lila-Weiß oder Rot-Weiß? Jetzt, wo neben dir das rote Trikot ist und es mein Trikot ist, eher das Rot-Weiße. Großstadt oder Dorf? Ja, dann doch jetzt mit der Familie eher ein Dorf. Beckum oder Osnabrück? Ja, in Beckum groß geworden. Osnabrück habe ich auch ein Jahr gelebt, aber letztendlich ist dann doch Beckum viele Jahre dort gewohnt und viele Erinnerungen, viele Freunde. Entscheide mich für Beckum. Rot-Weiß-Fellern oder Rot-Weiß-Aalen? Angefangen bei Fellern in der Mini und dann aber den nächsten Schritt dann LR-Aalen, Rot-Weiß-Aalen, also dementsprechend LR-Rot-Weiß-Aalen. Rot-Weiß-Aalen oder VfL Osnabrück? VfL Osnabrück. Pippo oder Philipp? Pippo. Harte Schale oder weicher Kern? Harter Kern. Harter Kern? Aha, gut. Langschläfer oder Frühaufsteher? Definitiv Frühaufsteher. Wer braucht eigentlich länger im Bad? Pippo oder Sarah? Allein diese Frage zu stellen, ist schon ein Skandal. Also ich glaube, ich bin in 3 Minuten durch und ja, die Sarah wird da ein bisschen länger brauchen. Gut. Haargel oder Haarwachs? Das ist bei mir so ein Mischmasch, muss ich dann zugeben. Es ist so eine Kombi aus beiden. Ich glaube, das ist der Trick daran. Sehr begehrt auch hier in der Mannschaft. Deswegen kann ich es pauschal gar nicht sagen, was es jetzt bei mir ist, aber eher Wachs als Gel. Plus Haarspray oder plus Haarspray? Ja, eher plus Haarspray. Ich glaube, manche in der Kabine sind eher plus, aber zu denen zähle ich mich nicht. Okay, habe ich auch ein bisschen anders gehört, aber gut. Es geht ja nicht um mich oder es geht, was ich mache, sondern generell, oder? Naja, es geht ja hier um deine Marotten, aber wenn du, sagst, bei dir ist es plus Haarspray, dann loggen wir plus Haarspray ein. Gar kein Problem. Viele Gerüchte teilweise, die ich dann auch erstmal gerade rücken muss hier. Einmal in den Spiegel gucken oder zweimal in den Spiegel gucken? Einmal in den Spiegel gucken. Serie oder Film? Serie. Romantischer Filmabend oder Fußball gucken? Ja, Fußball gucken, wenn ich überhaupt abends noch dazu komme. Love Island oder Temptation Island? Temptation Island. Sommer- oder Winterurlaub? Generell Sommerurlaub, auch wenn wir jetzt im Winter wegfahren, aber schon pauschal eher der Sommerurlaub. Dann erübrigt sich die nächste Frage nach Berge oder Strand, das beantworte ich mir selbst, aber dann die nächste Frage, Mallorca oder Thailand? Mallorca, viele sehr schöne Insel, viele schöne Mannschaftsfahrten erlebt. Aber Thailand dann doch, war ich zweimal mit meiner Frau sehr schön und ja, dann würde ich mich für Thailand nochmal entscheiden. Wo es aber jetzt in die Berge geht im Winter mit der Familie, nach Österreich geht's ja, Ski oder Snowboard? Dann eher Ski. Urlaub generell lieber mit der Familie oder mit den Kumpels? Mit der Familie. Im Hotel oder in der Ferienwohnung? Schwierig, mit 2 Kindern ist natürlich so eine Ferienwohnung cool, hat man mehr Platz, aber im Hotel hat man mehr Service. Also so ein schönes, großes Zimmer im Hotel wäre ganz cool, Hotel. Kinderanimation oder die Kinder selber bespaßen? Dann im Urlaub dann die Kinderanimation. Ich mache ja sonst genug zu Hause. Bist du eigentlich strenger Papa oder ein lieber Papa? Ein lieber Papa, ein sehr lieber Papa, der aber auch mal den Ton ein bisschen erhöhen kann, wenn es dann irgendwann reicht. Bubi oder Henry? Ja, Spitzname Bubi.
Henry vom Kindergarten abholen oder zum Kindergarten hinbringen? Definitiv hinbringen. Weil? Es eine sehr, sehr schmutzige Angelegenheit ist. Das ist ein Waldkindergarten und der saut sich ziemlich ein. Genau, deswegen lieber morgens schön sauber hinbringen, ab nach Osnabrück und ja, den Rest darf Sarah erledigen. Mercedes oder BMW? Mercedes. GLB oder CLA? GLB. Sparsam oder prassen? Ja, ist schwierig bei den Fahrten. Aber bei der Anzahl an Fahrten dann sparsam fahren. Das war auch gar nicht unbedingt nur aufs Auto gemünzt, sondern ganz allgemein. Aber gut, dann haben wir das auf Auto mal gelassen und loggen sparsam ein. Blond oder brünett? Blond. Das hat Sarah bestätigt. Schanne oder Spange? Schanne. PlayStation oder Xbox? PlayStation. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA. Kochen oder kochen lassen? Definitiv kochen. Nudeln oder Risotto-Reis? Nudeln. Dean David oder Taste Kitchen? Dean und David. Kaffee oder Espresso? Da würde ich auch den Kaffee bevorzugen. Mit Milch oder ohne Milch? Einen kleinen Schuss mit Milch. Schokolade oder Chips? Auf jeden Fall Schokolade. Kinderriegel oder Kinder Country? Kinderriegel. Instagram oder Facebook? Instagram. Alf oder die Simpsons? Beides nicht geguckt, muss ich zugeben. Aber wenn eher Alf. Da kam auch so ein Hinweis. Du hättest, also okay, ja, ganz ehrlich, Ähnlichkeit im Gesicht ist nicht da, aber die tolle, die so ein bisschen, da ist eine leichte Ähnlichkeit von Alf und dir da. Ja, das kam von dem ehemaligen Mitspieler, kann ich mir vorstellen. Das ist richtig, ein Mitspieler, der jetzt in Polen spielt übrigens. Bar oder mit Karte? Karte. Hund oder Katze? Hund. Style oder lässig? Der lässige Style. In dem Fall. Ja, schon lässig. Cap oder Beanie? Cap. Louis Vuitton oder Balenciaga? Balenciaga. Oktoberfest oder Cannstatter Vasen? Oktoberfest. Wenn schon, denn schon, ne? Nicht so halbe Sachen. Mit dem Sheriff oder mit dem langen Pfeifer? Ja, gutes Thema. Wenn der Pfeifer dann nicht irgendwann immer abkackt, erst große Klappe hat, dann hat er sehr viel Potenzial, aber ja, er hat nicht so eine lange Zündschnur. Aber schwierig, schwierig, beide schon zusammen unterwegs gewesen dort. Bei Uli muss ich sagen, so ein bisschen, was mich ein bisschen traurig macht, das war immer mit Auge, wenn er da mal mitgegangen ist und mitgetrunken. Bisschen mit Auge, deswegen gehe ich dann doch tendenziell zum langen Pfeifer. Weil der hat im Zweifel kein Limit im Tank. Nee, absolut nicht. Gut. Grüner Jäger oder schmales Handtuch? Das schmale Handtuch. Fliege oder Krawatte? Ja, die Fliege. Schlager oder Party jetzt? Auf jeden Fall Schlager. Wendler oder Tim Toupet? Der Wendler, auch wenn ihn viele nicht mögen, ein, zwei Hits hat er, aber dann doch eher Tim Toupet. Und wenn du Hip-Hop hörst, Sido oder Bushido? Dann ist es doch Bushido. Sicherheit oder Risiko? Ja, Sicherheit. Gegentor oder Notbremse? Gegentor. Laut fluchen oder in dich reingrummeln? Naja, schon laut fluchen. Rituale oder einfach drauf los? Rituale. Welches hast du? Dass ich zum Beispiel, wenn es zum Spiel hingeht, ich auf dem Platz laufe, zweimal mit dem linken Bein aufs Spielfeld springe. Das wird dem einen oder anderen schon aufgefallen sein. Rechte Hand oder linke Hand? Rechte Hand. Stehplatz oder Sitzplatz? Oh, Sitzplatz auf jeden Fall. 1:0 oder 4:3? Für mich auf jeden Fall ein schönes 1:0. Heimsieg oder Auswärtssieg? Heimsieg ist natürlich mega vor den eigenen Fans, aber wenn man natürlich überlegt, irgendwie aus München mit 8 Stunden Busfahrt mit so einem Auswärtssieg nach Hause zu fahren, hat auch was. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es ja, der Heimsieg dann doch.
Aufstieg 2019 oder Klassenerhalt 2020? Puh. Da ich damals leider noch nicht so viel Spielzeit hatte, es aber wirklich auch trotzdem ein unfassbarer Aufstieg war, weil ich auch schon mal aufgestiegen bin, was kein Vergleich war, allein auch wegen der Fanbase und ja, oder der Klassenerhalt deutlich viel mehr Spielzeit, deswegen würde ich jetzt erstmal den Klassenerhalt nehmen. Derby-Sieg gegen Preußen oder Pokalsieg gegen Werder? Pokalsieg gegen Werder. Bei Auswärtsfahrten im Bus, im Vierer neben Eule oder neben Alba? Ja, mehr Platz und angenehmer zu reisen ist dann doch neben Eule. Habe ich einfach mehr Platz, sagen wir es mal so. Also loggen wir Eule ein. Markus war ein super Fahrer, aber er hat nicht nur einen Platz genommen, er hat ein bisschen mehr beansprucht. Eigentlich glaube ich fast den ganzen Vierer, ne? Das sagst du jetzt, ja. So, bei Vierer bleiben wir kurz hängen. Viererkette oder Fünferkette? Na, Viererkette. Rotes Trikot oder gelbes Trikot? Die Antwort hast du eben eigentlich, glaube ich, schon gegeben. Das rote Trikot. Warum das Faible eigentlich so für Rot? Ich glaube, ist jetzt auch im vierten Jahr jetzt hier immer Rot dabei gewesen. Die anderen Farben haben ein bisschen geswitcht und ja, kommen einfach gut klar damit irgendwie dran gewöhnen und hat was. Rot auch irgendwo immer eine Verbindung haben mit den letzten Vereinen. Ob es dann Rot-Weiß-Aalen, Rot-Weiß-Oberhausen. Alles auch ein bisschen mit Rot. Gut. Belek oder Illershöhe? An sich jetzt der Ort oder reden wir jetzt vom Trainingsplatz? Ja, von dem Trainingsplatz. Oder von dem Trainingsplatz, dann würde ich jetzt erstmal Belek sagen. Ne? Das doch, steht ein bisschen hier frei. Besser. Gut, Belek. Schläfchen nach dem Training an der Illershöhe oder im Auto vorm Haus? An der Illershöhe, mein kleiner Powernap, ja. Aber was ist da passiert? Du warst so fertig, dass du im Auto vorm Haus eingepennt bist? Nee, das wundert mich jetzt gerade wirklich. Also das habe ich noch nie gemacht. Vielleicht mal 5 Minuten gewartet, bevor es dann in die actionreiche Zeit wieder nach Hause geht. Da frage ich bei meinem bayerischen Tippgeber nochmal nach, wie er denn darauf gekommen ist. Individuelles Torwarttraining oder Abschlussspiel? Individuelles Torwarttraining. Eistonne oder Sauna? Ich glaube, da bin ich bekannt für. Da habe ich meinen Ruf weg. Es ist definitiv die Sauna. Da habe ich auch schon ein, zwei Sachen gemacht, vorbereitet, präpariert. Ob es dann die Aufgüsse sind oder auch, was wir vor kurzem mal hatten, Orangenaufguss, sehr zu empfehlen. Also ja, ich habe noch einiges vor, da wird auch noch ein bisschen was kommen, aber es ist definitiv die Sauna. Klingt fantastisch. Wir werden dann mal nachhorchen, was du noch so alles organisierst in der Teamsauna da oben. Laurenz oder Wiese? Das ist gemein, ne? Ja, das ist, ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist neu, ne? Dieses Zwischenentscheiden. Ja. Ja, dann würde ich erstmal Tim Wiese sagen. Gott. So oder so. Gott, alles klar. Klaus Kühn oder Rolf Meier? Ja, dann muss ich ja auf jeden Fall Klaus Kühn sagen. Also das ist ja ganz klar mein Vater. Das andere ist ja fast eine Vaterfigur, oder? Ich wollte gerade sagen, vom Alter her ist ja fast identisch. Und wenn ich nicht zu Hause meinen Vater habe, dann sehe ich Rollo ja da. Gott, also Klaus Kühn. Ja. Fernschuss oder Parade im 1 gegen 1? Parade im 1 gegen 1. Abstoß oder Abwurf? Abwurf. Übergreifen oder Ball festhalten? Ball festhalten. Flugshow oder Rolle? Dann eher die Flugshow. Uhlsport oder Räusch? Uhlsport. Oliver Kahn oder Jens Lehmann? Olli Kahn. Olli Kahn oder Peter Cech? Olli Kahn. Olli Kahn oder Gigi Buffon? Olli Kahn. Olli Kahn oder Pippo Kühn? Pippo Kühn. Pressekonferenz oder Interview? Na, Interview. Timo Gerlach oder Richard Hempel? Ja, habe ich ein bisschen Geschichte geschrieben mit Timo Gerlach. Immer die Wahrheit sagen oder immer lügen? Immer die Wahrheit sagen. Floskel oder Klartext? Schon Freunde vom Klartext,
leider spiegelt sich das dann irgendwo immer auch mit ein paar Floskeln wieder, aber schon Klartext. Und den hast du hier gesprochen in der letzten Viertelstunde. Pippo, wir sind durchgeflogen durch einen großen Fragenkatalog. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich wieder eine tolle Ausgabe von Lila oder Weiß. Vielen Dank. Danke. Liebe Fans, ihr habt die letzte Ausgabe mit Mario Richter verpasst bei Lila oder Weiß. Dann schaut hier nochmal rein. Und ansonsten den Kanal hier.